zwei gern verglichene Smartphones, das Samsung Galaxy A71 und das Xiaomi Redmi Note 10. Wenn ihr zwischen den beiden Handys schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design ist das Redmi Note 10 mit 58 zu 49 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Spritzwasserfestigkeit. 0,2 Gramm leichter. 1,5 mm schmaler. Und 3,1 mm kürzer. Das Galaxy A71 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 0,6 mm dünner. Und 3,5% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Redmi Note 10 haarscharf mit 65 zu 64 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 4,1% höhere Pixeldichte. Und hat Saphirglas-Display. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 4,2% größere Bildschirmgröße. Und Bildschirm ist immer an. Leistung. Im Bereich Leistung ist das Redmi Note 10 mit 84 zu 82 Punkten sehr knapp vorne. Das Galaxy A71 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 4,1% schnellerer Prozessortakt. 2 GB mehr Arbeitsspeicher. 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Und 23% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Redmi Note 10 knapp mit 71 zu 66 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. Hat einen Blitz mit Dual-LEDs. Hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Hat einen CMOS-Sensor. Eine Blitz-LED mehr. Und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das Galaxy A71 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 43% mehr Megapixel der Hauptkamera. 2,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Und 12% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das Redmi Note 10 eindeutig mit 87 zu 62 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen, hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy A71 knapp mit 65 zu 61 Punkten. Das Redmi Note 10 hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteil, 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften kommen beide Smartphones auf 80 Punkte. Bei folgenden Merkmalen hat das Galaxy A71 bessere Werte vorzuweisen. 19-fach schnellere Downloads. Unterstützt NFC. 26-fach schnellere Uploads. Und unterstützt ANT+. Das Redmi Note 10 ist in folgenden Eigenschaften überlegen. Benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Und hat einen Iris-Scanner. Ergebnis. Mit 69 Punkten liegt das Samsung Galaxy A71 in der Gesamtwertung sehr knapp vor dem Xiaomi Redmi Note 10 mit 67 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum.
Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.